Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von City Skylines. Vielen Dank fürs Einschalten. Und ich habe euch direkt mal mit ins Startmenü gebracht, weil ich mit euch die Stadt erstellen wollte. Erstmal wollte ich euch zeigen, was für DLCs ich habe. Hier habe ich nur Parklife auf dem PC. Auf der PlayStation habe ich noch After Dark und Green Cities. After Dark habe ich aber kostenlos bekommen. Das war irgendwie einfach bei der PlayStation dabei. Und Green Cities habe ich mir dann nochmal geholt. Ich bin mir nicht sicher, ob es irgendwie möglich ist, die DLCs so und allgemein den Spielstand auf ein anderes Gerät zu übertragen. Ihr seht, ich habe auch noch drei andere DLCs, nämlich noch Matchday, Pearls from the East und Carol's Candles and Candy. Das sind aber drei kostenlose DLCs. Parklife ist das einzige, wofür das ich bezahlt habe. Ich hole mir wahrscheinlich bald noch ein DLC. Da bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt Industries sein soll. Ich finde Industries schon recht cool. Und hier sind auch die ganzen kleinen DLCs, die irgendwie keiner kennt. Das ist auch irgendwie cool. Aber ja, ich würde sagen, wir erstellen direkt mal ein neues Spiel. Wir haben unser Menü. Es hat ja eindeutig die Insel Monument Island gewonnen. Die Frage ist, wie wollen wir diese Insel nennen? Das weiß ich jetzt nicht. Ich hatte auch schon mal sowas vor, wenn ihr Debitor kennt. Der hat ja auch einen City Skylines Kanal. Der hat auf dieser Map hier alle DLCs mal untergebracht. Das würde ich auch gern mal machen. Aber wie gesagt, ich habe noch nicht so viele DLCs. Vielleicht so immer, wenn ich ein neues DLC mir hole, mache ich dann nochmal ein paar Folgen. Das wäre auch mal eine Idee. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ja, die Frage ist, wie nennen wir diese Stadt jetzt? Es ist ja irgendwie so ein bisschen Dubai-mäßig. Aber es ist ja auch irgendwie eher in den Tropen. Ich bin mir nicht sicher, Leute. Ich würde sagen, warte, was? Wir nehmen jetzt erstmal. Nee. Warte, wir nehmen jetzt erstmal einfach den Startnamen. Der ist, wir können das ja noch. Okay, dann sind wir halt Las Vegas, okay. Kommt drauf an, wann diese Stadt ist, ne? Ob es Las Vegas damals schon gab, ich weiß es natürlich nicht. Ja, wir spielen mit unendlich Geld, weil ich ein Noob bin. Tue ich immer, aber ich verkacke trotzdem immer. Aber ich muss noch ganz kurz was ausschalten, denn ich habe ziemlich viel hier drin. Und ich würde gerne diesen American Suburban Stil hier ausstellen und das Quad Set hier auch, denn sonst ist das Spiel ein bisschen zu überlastet und jetzt dürfen wir wieder anders heißen, dann halt Santa Palma. Es passt auch ein bisschen besser hier zu der Umgebung und ich würde sagen, starten wir einfach mal direkt das Spiel. Wieder im wunderschönen Ladebildschirm. Abreißen, wenn Sie einen Friedhof oder eine Mülldeponie abreißen möchten, müssen Sie diese erst entleeren. Ach cool, wusste ich noch gar nicht. Natürlich wusste ich das. Okay, dieser Hintergrund ist scheinbar jetzt auch ziemlich tropisch. Fällt mir jetzt erst auf, die Hintergründe sind ja immer anders. Die scheinen sich immer auf das Thema zu beziehen, also das Theme, ob es tropisch ist oder Tiger oder was auch immer. Ich bin mir nicht sicher, Tiger gibt es in diesem Spiel irgendwie auch nicht richtig, ne? Also ein bisschen schon, aber das ist ja irgendwie nicht realistisches Tiger. Tiger ist eigentlich ein sehr schönes Biom. Aber egal. Komm, Sherpa, werf uns ins Spiel rein. Apropos Sherpa, den habe ich noch an. By the way, an. Apropos an, meine ich. Gebt mir auf jeden Fall Feedback zum Sound. Ob das zu laut oder zu leise ist, merke ich wahrscheinlich im Schnitt selbst. Aber tut mir leid, wenn es in den ersten Folgen noch ein bisschen kacke ist. Ich habe den relativ leise gestellt. Musik und alles ist aus. Ja, okay, ich cut das nochmal ganz kurz für euch raus, Leute. So, Leute, da sind wir auch wieder auf der wunderbaren Map. Wir haben alles freigeschaltet, also nicht fortschrittlich, sondern im Sinne von, wir haben alle Kacheln freigeschaltet. Ich bin mir gerade noch nicht sicher, wo wir starten sollen. Denn ich habe einmal diese Map schon mal gespielt, habe auf dieser Insel gestartet. Da hatte ich einen Verkehrsfluss von 50%. Das will ich nicht nochmal machen. Denn dann geht die Stadt irgendwie ein bisschen unter und das wollen wir ja nicht. Deswegen würde ich erstmal sagen, wir starten. Das Ding ist halt, diese Kreisverkehre sind richtig kacke. Allgemein, es ist irgendwie komisch. Wir wollten ja sozusagen hier auf diesen Inseln ein bisschen kleiner machen. Die Insel wollte ich komplett glätten, das können wir aber noch nicht. Wir erreichen das erst bei einer Bevölkerung von 1200. Hier auf dieser Insel wollte ich noch einen Park bauen, der dann irgendwie so mit zwei Brücken hier verbunden ist. Das wäre ganz nice. Ich glaube, wir machen erstmal diesen Teil hier. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dann. Wie viele Einwohner brauchen wir? 6000. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob wir die dann freischalten können. Ob das genug ist, Leute. Ich mache aber trotzdem mal
Hier eine wunderbare Straße hin. Ist aber ein langes Viertel hier. Bam. Hier ist auch relativ alles glatt. Was ich auch ziemlich nice finde. Okay, Leute, ihr merkt ja schon, der Ingame-Sound hört sich ein bisschen komisch an. Ich habe da irgendwas falsch gemacht bei der Aufnahme. Ich dürfte das jetzt wieder gefixt haben. Die Soundausgabe war halt irgendwie einfach über dem Bildschirm. Und deswegen hat das Mikrofon sozusagen den Sound vom Bildschirm aus aufgenommen. Und das hört sich dann halt dementsprechend ein bisschen seltsam an. Also in der dritten Folge ist das wieder gefixt, Leute. Ja, es ist mal wieder so ein Let's Play, das am Anfang wieder Kackton hat. Ja, egal. Trotzdem viel Spaß. So, hier machen wir dann Straßen hin. Falls ihr euch nicht mit dem Spiel auskennt, wir müssen halt hier jetzt ein Grundnetz bauen, können dann hier mit diesen Tools sozusagen hier Flächen bemalen. Grün ist Wohngebiet, blau ist Gewerbegebiet und hier das Orange ist Industriegebiet. Es kommt dann auch noch irgendwann Bürogebiet hinzu und die dicht besiedelten Sachen. Wollen wir das hier... Keine Ahnung, ob das eine schlaue Idee ist. Sollten wir aber schon machen. Ups. Ja, wir müssen dann jetzt erstmal ein bisschen für Wohngebiete sorgen. So, machen wir es mal 40 U lang. Steht da auch immer in der Mitte, wie lang das ist. Und da machen wir einfach mal ein kleines Grid. So. Aber da würde ich es am besten mal wegmachen, denn zu viele Kreuzungen sind schlecht, Leute. Vor allem, wenn es so nah an einem Kreisverkehr ist. So, ups. Passt super. Da haben wir eins. Und hier würde sich noch eins ganz gut eignen. Perfekt. So, das können wir denn jetzt rein theoretisch alles mit Wohngebieten machen. Allerdings brauchen wir noch Strom. Ich habe die Electric Roads Mod drin. Das heißt, wir müssen keine Strommassen bauen, sondern Autobahnen und alles drum und dran leiten den Strom. Also ich fände es ganz praktisch, wenn wir eine Insel mit Industrie hätten. Vielleicht bauen wir die Industrie erstmal hier hin. Ja, obwohl... Macht schon wenig Sinn. Wir können ja auch, wir können auch Rohstoffe verteilen. Das heißt, ich würde hier sehr gerne auf Forstwirtschaft umsteigen. Dafür müssen wir keine Rohstoffe verteilen, dafür müssen wir einfach nur Bäume pflanzen. Aber wir brauchen natürlich auch einen Ort, wo ein bisschen Verschmutzung ist. Damit wir halt... Ja, damit wir halt auch Stromgeneratoren und alles hinstellen können. Ihr seht, es gibt hier zwar auch Windräder, aber auf Dauer lohnen die sich nicht. Denn die werden irgendwann ziemlich teuer. Und das Solarkraftwerk kriegt man erstmal bei 16.000. Was heißt, die werden teuer? Ich meine... Die verbrauchen irgendwann sehr viel Platz. Rein theoretisch könnten wir hier sehr viele hinbauen. Aber trotzdem, Leute, das wird sich einfach nicht lohnen. Deswegen müssen wir diese Kraftwerke hin platzieren. Und dafür mache ich dann einfach mal hier was hin. Machen wir aber nicht zu viel Industrie hin. Industrie, haha. Nee, ups. So meinte ich das eigentlich nicht. So. So. So, perfekt. Dann machen wir gerade mal ein kleines Industrie-Grid. Scheint alles zu passen. Perfekt. Dann pappen wir hier ein paar Stromgeneratoren hin. Denn wie gesagt, die Straßen leiten den Strom. Und ein bisschen Industrie malen wir hier auch direkt hin. Wir sind gerade im Pausenmenü, deswegen passiert noch nichts. Ups, oder nicht. So, wir machen dann erst wieder neue, wenn wir das auch wirklich brauchen. Meilensteine finden wir hier, da schalten wir halt neue Sachen frei. Es gibt hier auch wirklich einige. Hier schalten wir sehr viele Gebiete frei, die habe ich aber sowieso schon freigeschaltet. Aber ja, bei Metropole schalten wir zum Beispiel Flughafen frei und sowas und so weiter und so fort. Und es gibt hier halt gerade am Anfang sehr viele Meilensteine. So, ja. Stromversorgung haben wir dann schon, weil hier halt Strom, wie gesagt, geleitet wird. Und wir haben hier auch, also ich habe hier aus dem Workshop Sachen runtergeladen, dass die Abwasserklärung halt jetzt nicht ins Meer geschüttet werden muss. Water Treatment, Abflussrate. Abflussrate heißt doch hier, das hat auch eine Abflussrate. Und das hat eine Durchflussrate. Ja, nice, Leute. Cool, dann haben wir keine Verschmutzung im Wasser. Das ist schon mal sehr cool.
Dafür haben wir zwar eine Verschmutzung hier, aber egal. So, es macht 112.000 die Woche. Und das macht sehr viel mehr. Okay, aber wie groß ist denn das? Ach so. Ja, das ist groß. Da hätte es hingepasst. Wäre wahrscheinlich auch ganz nice gewesen. Mach ich nochmal unterirdisch hier weg, weil es nicht so nice aussieht. Perfekt. Machen wir das hier hin. So. So. Und weil ich ein Perfektionist bin, muss das natürlich alles hier so wunderbar aussehen. Pumpen machen wir direkt hier hin. Schön geordnet. Alle diese Riesendinger. Ihr müsst euch mal vorstellen, Leute, das ist ein richtig hohes Gebäude mit mehreren Etagen. Ich habe ja auch eine Mod drin. Guck mal, hier sind so, hier geht man so lang. Ich bin hier gerade auf Höhe eines Menschenkopfes ungefähr. Und dann sind da einfach diese Dinger. Diese Dinger sind aber riesig. Gott im Himmel. Aber ja, die müssen natürlich auch mit den Rohren verbunden werden. Zack, zack, zack. Und... ah, Perfektionismus. Ach so. Perfekt. Oh, oh Gott. Ich bin noch ein bisschen zu perfektionistisch. Wäre ich das nur auch mal im Haushalt. So, Leute, wir haben jetzt eigentlich eine stabile Strom- und Wasserversorgung. Heißt, machen wir doch einfach mal hier die kleinen Wohngebiete hin. So, hier bitte nicht. Und dann beschleunigen wir die Zeit. Na, tun wir nicht. Das habe ich mir schon irgendwie so vorgenommen, dass ich die Zeit niemals beschleunigen will. Denn das wäre nicht so nice, Leute. Dann geht alles zu schnell. Das erste Kraftwerk in der Stadt wurde aufgebaut. Das sind 4 Stück. Aber egal. Hier haben wir das Wunderbare mit dem Wasser, das sich nicht bewegt. Ja, ein bisschen kacke, aber ich glaube, ich werde das sowieso nie ranzoomen. Haha, ein bisschen kacke. Oh, 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 so witzig. Ja, okay, hier können wir jetzt schon vorspulen. Das ist ja der Anfang. Und die Dinger haben keinen Strom. Habe ich vergessen. So, perfekt. Diese Bereiche hier sind halt so die Bereiche, wo halt Strom geleitet wird. Und, oh Mann, ey. Kein Strom? Was ist euer Problem? Habe ich Electric Roads nicht an? Ja, mein Fehler. Ja. Wieso sind die nicht miteinander verbunden? Es ist halt dämlich. Kann ich da eine Straße durchführen lassen? Von da nach da? Ja, nice. Jetzt aber, ne? Perfekt. Jetzt habt ihr auch alle Strom und Wasser habt ihr auch. Ich male euch ja mal direkt hier eine neue Fläche hin. So. Ha, es ist so schön, wie das alles immer so wunderbar gebaut wird. Und wir haben jetzt auch schon ein bisschen Nachfrage nach Gewerbegebieten. Wie gesagt, Leute, das werden wir eigentlich alles größtenteils abreißen. Aber trotzdem sollte es relativ geordnet sein. Und ich will jetzt nochmal an der Seite gucken, bis wo das denn... So, perfekt. Und machen wir es lieber so. Einfach nach Segmenten, damit es schön aussieht. So, perfekt. Hier sind nochmal Segmente. Alter, ich bin gerade richtig im Game, Leute. Sorry, wenn ich so wenig sage. So. Und so, das sieht doch ganz schön aus, oder? Ach du Kacke. Uff. Nachfrage ist am Start. Vor allem nach Gewerbegebieten. Hier unten seht ihr die Nachfrage. Hier wird auch schon Industrie gebaut. Okay. Und wir haben da auch dann ordentlich Verschmutzung. So, machen wir hier ein bisschen Gewerbegebiete. Dann beschleunigen nochmal die Zeit. Am Anfang ist es immer wichtig, dass man die Zeit beschleunigt, damit man halt einfach nicht so lange warten muss. Und wir haben jetzt gleich den ersten Meilenstein, Leute. Nur noch 9 Einwohner. Hä? Ah? Ah? Ah, wow. Einer ist ausgezogen. Ernsthaft?
Du lebst hier gerade mal ein paar Wochen und siehst schon aus. Ist ja auch toll, komm. Komm, mach schneller. Yay! Wir haben jetzt Schulen und Mülldeponien freigeschaltet und Arztpraxen. Heißt, wir müssten jetzt einfach so hier hinbauen. Schulen haben bisher nur Grundschulen und die haben hier auch kein Wasser. So. Ja. Fektolösig. Popösig. Ja, machen wir mal hier hin. Eine kleine Mülldeponie. Den Müll rauszubringen ist gerade so bequem wie noch nie zuvor geworden. Hashtag Garbage. Oh yeah. So. Das Gewerbegebiet ist auch schon fast wieder vollgebaut. Leute, was bauten hier so viele Läden? Oh, die Straßen glänzen ja voll. Aber ihr seht, wir haben sehr viel Platz. Rein theoretisch könnten wir auch mit Landschaftsbau neue Inseln machen, aber weil ich da nicht sehr gut bin, machen wir das lieber nicht. Nochmal ein bisschen die Zeit beschleunigen. Nochmal ein bisschen die Nachfrage füttern. So. Ich hätte jetzt eigentlich gerne in einer Timelapse die Autobahn besser gelegt, aber ich glaube, daraus wird nichts. Ich habe auch eine Mod drin, die heißt Move It. Damit kann ich Sachen nach unten und nach oben drücken, sozusagen. Also nicht nur das, man kann auch Sachen bewegen, aber ich meine, schaut euch das an. Es ist so dämlich. Schaut euch das an. Yay, Achterbahn. Oh Gott. So baust du eine Achterbahn ohne Parklife. Aber echt. Perfekt. Das ist wieder normal. So, Industrie ist ja auch gerade ordentlich am Wachsen. Straßennamen. Straßen haben jetzt Namen. Was meinst du mit jetzt? Seit 2017? Stimmt, es gibt ja auch eine Oscarstraße irgendwo. Die würde ich gerne mal sehen. Und soweit ich weiß, können wir hier... Ja, Tatsache. Können hier Straßen verlegen. Und von da aus dann irgendwie... Ja, obwohl, ich finde, das ist ganz gut. Wenn wir die hier mal... Raxo Alley. So. Oh, das ging schnell. So, jetzt haben wir Spezialisierung Forstwirtschaft und Landwirtschaft. Und haben auch noch Feuerwehr und dies das Ananas freigeschaltet. Und Polizei natürlich auch. So. Neue Schule haben wir noch nicht freigeschaltet, aber dafür einzigartige Gebäude, was ich richtig dämlich finde. Denn jetzt können wir rein theoretisch unter Gürken bauen. Das ist ein freaking Hochhaus. Wieso können wir das jetzt schon bauen? Aber ihr seht, ich habe echt noch nicht viel freigeschaltet. Den Kölner Dom gibt es auch, aber... Ja... Ihr seht nicht aus wie der Kölner Dom. Der Kölner Dom müsste ja eigentlich ungefähr dreimal so hoch sein. Ich meine, der ist doch 150 Meter hoch und das Ding hier erreicht doch nicht mal 50, oder? Ich meine, wenn du dir mal vorstellst, das ist doch nicht mal die Höhe einer normalen Kirche. Komm schon. Ich meine, wenn du hier so deine Zeitungen kaufst und dann diese Kirche... Junge, nein. Das sind keine 50 Meter. Das ist einfach nur dämlich. Also, ja, Stadtviertel haben wir jetzt hier auch freigeschalten. Oder freigeschaltet. Ich kann kein Deutsch, lol. So, damit können wir dann rein theoretisch halt hier so das Viertel anmalen. Da können wir Richtlinien verteilen. Dem Viertel natürlich auch einen Namen geben. Das ist ziemlich nice, Leute. Außer, dass die Richtlinien immer angezeigt werden. Wo mich das ziemlich nervt. Weil es hässlich aussieht. Also, den Namen sieht man dann sozusagen durchgehend. Und unterm Namen sieht man dann halt die ganzen Symbole der Richtlinien, die man fürs Viertel gemacht hat. Und das sieht richtig kacke aus. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ich wünsche mir, das könnte man irgendwie deaktivieren. Aber ja, ihr seht hier die Lynchhügel. Wenn ich jetzt die Verteilung von Rauchmelden aktiviere, dann seht ihr, da ist ja dieses Symbol. Und das finde ich hässlich. Aber wenn du unendlich Geld hast, kannst du rein theoretisch so viele Sachen machen, wie du willst. Ich muss noch... Ups... Granathöhen? Kriegst du Granatäpfel oder wie? Da wird dir eine Granate ins Gesicht geworfen. So. Ach man. Tut mir leid, Leute, dass ich das immer so schick machen muss. Es ist ein Perfektionismus, dagegen kann ich nichts tun. Und dafür ist man immer zufrieden mit seinem Ergebnis. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der nicht zufrieden mit seinem Ergebnis ist. Eigentlich bin ich sehr oft zufrieden mit meinem Ergebnis.
Sonst würde ich kein YouTube machen. Upp. Markieren wir doch einfach nochmal die Industrie hier. Wir machen hier nur eine sehr kleine Industriezone. Das einzige Gebiet, das nicht von Verschmutzung gestört wird, ist Gewerbegebiet. Ich meine Bürogebiet, sorry. Also könnten wir auch rein theoretisch einfach die ganzen Verschmutzungssachen ins Bürogebiet reinbauen, wenn wir irgendwo ein richtig großes Bürogebiet hinmachen wollen. Und dann juckt es auch keinen. Denn dann fällt die Verschmutzung am Boden überhaupt nicht auf, weil da Gebäude drüber stehen. Wir werden denen jetzt erstmal keine Namen geben. Eine richtige Industrie würde ich gerne irgendwie... Keine Ahnung, Leute. Noch ist die Stadt ein Prototyp. Ach, der Dom steht noch hier. Ups. Sorry, Leute. Ich fand den nicht so schön. Die Stadt erhält ihr erstes Löschfahrzeug. Ja, so eine Stadt ohne Löschfahrzeug ist dann natürlich auch nicht so nice. Baut eure Häuser, meine Lieben. Aber wie viel Platz werden wir dann bitte schon brauchen? Wenn wir einfach 6000 Einwohner brauchen, um große Gebiete zu machen. Ich glaube nicht, dass wir das in diesem Bereich hinkriegen. Da müssen wir schon die ganze Insel für voll klatschen. Die Stadt stellt ihren Bürgern kostenlos Rauchmelder zur Verfügung. Ja, das mache ich doch gerne. Das tue ich gar nicht nur für den Profit. Aber ich habe unendlich Geld. Wieso sage ich das eigentlich die ganze Zeit? Wie sieht es mit dem Verkehr aus? 94% läuft noch ganz gut. Hier ist unsere wunderbare Industrie, die ich nicht leiden kann, die auch irgendwann weg sein wird. Aber wirklich, wenn wir irgendwas ohne Verschmutzung machen können, dann werde ich es auch nehmen. Das Blöde ist, in Sachen Müll ist immer Verschmutzung. Ich habe mir ein Recycling Center geholt. Es hat keine Verschmutzung, dafür hat es aber auch keine richtige Reichweite. Irgendwann kriegt man halt diese Müllverbrennungsanlage, ja auch bei 6000 Einwohnern. Die macht leider aber auch Verschmutzung, was ich richtig blöd finde. Aber ja, wie gesagt, einfach ins Bürogebiet rein damit. Strom kriegen wir irgendwann umweltunschädliche Alternativen. Unter anderem eine fortschrittliche Windturbine. Die können wir dann ins Wasser setzen. Das würde ich sehr gerne machen. Denn dann brauchen wir diese ekelhaften Kraftwerke nicht mehr. Und die mag ich nicht, Leute. Ich will einfach möglichst keine Verschmutzung haben, damit ich die Stadt möglichst voll klatschen kann. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also irgendwann werde ich wahrscheinlich auch einfach eine Insel mit Industrie voll klatschen, damit es keinen stört. Aber trotzdem, Leute. Das war's jetzt auch schon eigentlich gleich für die Folge. Ich würde sagen, ja, wir müssen nochmal hier eine Grundschule setzen. Sorry, Dudes. Rein theoretisch könnte ich jetzt auch hier voreingestellte Stile aktivieren. Nicht voreingestellte. Japan habe ich ja euch schon am Anfang gezeigt. Kann ich da... Oh Mann, was bin ich denn jetzt auf einmal so heiser? Ja, ich kann da sozusagen einfach hier Stile aus dem Workshop runterladen, unter anderem auch Japan, aber das will ich jetzt nicht machen. Europäisch ist sowieso schon dabei, aber ich glaube, bei den kleinen Gebäuden ändert sich da gar nichts und irgendwie kommen die mir anders vor. Sind die schon anders oder bin ich dumm? Die kommen mir irgendwie nicht normal vor, manche Gebäude. Das hier zum Beispiel, das sieht anders aus. Winzige Kleinstadt. Cool, Leute, wir haben die Parks freigeschaltet. Das ist doch mal ein gelungenes Ende. Und wir haben River Quay Roads freigeschalten. Weil ich das auch aus dem Steam Workshop geholt habe, gerade erst. Sah ganz nice aus. Wir gucken uns das nochmal ganz kurz an. Ach so, so. Ah, das ist ja nice. Vor allem mit dem Strand ist das cool. Aber ja, Leute. Ich würde sagen, in der nächsten Folge fangen wir dann an, die Gebiete zu glätten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss, Leute.